Sie legen Ihre Partnerwahl in die Hände der Wissenschaft. Was glaube ich? Wir haben ein Match für Sie. Wahnsinn. Also jetzt so langsam geht's echt ab. Das ist verrückt. Ganz krass. Ganz krass. Ich bin Cindy, bin 30 Jahre alt. Ich hatte einfach ganz viel Pech mit Männern, wenn ich mir die selber rausgesucht habe. Und deswegen vertraue ich jetzt einfach den Experten. In diesem Jahr haben wir einen ganz besonderen Kandidaten mit dabei, und zwar ist es der Alexander. Wenn die beiden ihre Offenheit mit in die Beziehung fließen lassen, ist es ein richtig gutes Match. Super, da ist der Alexander und die zukünftige Frau. Alexander! Oh, ich werd wahnsinnig! Hey, Hans, herzlichen Glückwunsch! Was glaube ich? Wir haben ein Match für Sie. Ey, hast du mich doch gekriegt, ne? Hey. Oh, wahnsinnig! Man hat richtig gesehen, wie lang sie braucht in ihrem Kopf, bis die Nachricht bei ihr ankommt. Ist das wirklich schon seine Silhouette? Echt? Krass. Also auf alle Fälle ist er größer. Das ist schon mal, also 100% hat er schon mal erfüllt von der Optik. Von meinen Ansprüchen. Da kann schon mal gar nichts mehr schief gehen. Das hat mich irgendwie schon so ein bisschen beruhigt. Auch wenn das eigentlich gar nichts sagt, aber man sieht schon mal einen Mann an meiner Seite. Auch wenn es nur eine Silhouette ist. Oh, Scheiße. Ich bin nackt. Nein. Ich habe Bauch. Ich will das nicht. Nein. Das ist sehr, sehr sexy. Ich sehe aus wie Tischdecke, also wirklich wahr. Nein. Ich fühle mich wie Tischdecke, sorry. Es ist schön, aber es ist nicht meins. Oh, wow. Wow. Ja. Oder? Ist gut, oder was? Oder? Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe es noch nicht gesehen. Ach so. Toll. So, ich guck mal, ne? Ach, verrückt. Jo, ist gekauft. Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Ist der Hammer. Dreh dich mal zu mir. Es ist halt nicht irgendwas. Hauptsache, es ist jetzt irgendwie fancy oder es ist irgendwie, sondern das bist du. Ja. Ich glaube, wenn sie reinkommt, werden wir beide uns ansehen und werden das Gefühl haben, dass wir uns Jahre kennen. Und dass wir vielleicht einfach nur jetzt zusammengeführt worden sind. Ich kann nicht sagen, warum ich das fühle oder warum ich meine, dass es so ist. Boah, Wahnsinn. Also jetzt so langsam geht's echt ab. Ganz krass, ganz krass. Ich würde jetzt einfach nur gern zu ihm. Ja. Einfach nur bei ihm sein gerade. Egal wo, ob in diesem Dress oder ganz anders, einfach nur bei ihm sein. Ich glaube, wenn sie dann da ist, dann. Oh Gott. Dann ist alles cool. Dann ist alles gut. Danke, dass du da bist. Danke. Du weißt es wirklich zu schätzen. Das wird nicht. Jo, vielen Dank. So, ja, alles, ich habe alles im Griff. Du bist bestimmt im Griff. Ich muss dich nur, ja, puh. Du siehst gut aus. Sie hat mich schon gesehen. Hat sie gesagt? Ja, Senator, sie kommt. Stell dich gerade hin. Sie kommt, ja. Ach du Scheiße, der sieht wirklich gut aus. Echt? Ja. Oh ja.
sie sah aus wie so eine Prinzessin. Das war Wahnsinn. Ich muss erst mal realisieren, dass es gerade meine Braut, die da reinkommt. Ach du Scheiße. Oh, langsam. Das habe ich gar nicht verdient, ey. Psst. Oh nein, ich brauch doch nicht rein. Die Augen sind mir jetzt total aufgefallen. Schon da vorne, vor dem Tor, habe ich schon die Augen strahlend sehen. Das war irre. So all die Zeit. Wie kannst du mich hier so lange alleine stehen lassen? Ich kann nichts dafür. Wie heißt du? Alex. Geil. Wir genießen das im Hier und Jetzt und für uns vergehen die Stunden wie Tage. Wollen wir erst mal heiraten oder was? Du bist cool. Das machen wir. Dieses Gefühl, diese Schmetterlinge, die hören nicht auf. Und auf der anderen Seite schweißen wir immer mehr zusammen. Also ich habe mal gesagt, wir sind wie zwei Magnete. Und irgendwie wird die Anziehungskraft immer stärker. Wir auch immer mehr Details über den anderen erfahren. Und ja, es hört nicht auf. Es schiebt alles immer weiter. Und es fühlt sich unheimlich toll an. Ich war mir noch nie so sicher. Ja, ich will. Ja, ich will. Was daraus entsteht, und ob das vielleicht auch nur ein Ballon ist, der sich immer weiter aufbläht in den schönsten Farben und dann mit einem lauten Knall platzt, das weiß ich nicht. Aber es fühlt sich nicht danach an. Du bist verrückt. Oh, du bist verrückt. Echt, du hast einen Knall. Ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, dass ich das vorher nicht geübt habe oder so. Dass ich sie einfach gepackt habe, hatte sie auf dem Arm. Und ich glaube, das fand sie toll. So gehört sich das. Oh, furchtbar. Über die Schwelle tragen ist ja gar nicht meins, ne? Sie hat mich danach nicht mehr drauf angesprochen, hat dem Motto, das fand ich aber schön. Aber in dem Moment, glaube ich, hat ihr das gefallen. Oh, nee. Ja, herzlich willkommen. Jetzt haben wir wenigstens das auch noch abgebacken. Der erste Eindruck war, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, was die Einrichtung angeht. Ich habe auch ganz viel Dunkel, ich habe ganz viel Braun, ich habe viel Schwarz. Ich bin sehr puristisch eingerichtet. Und auf der anderen Seite hat sie viel Mädchenkram, ne? Sie hat Einhörner, sie hat Glitzer, rosa, pink. Also im Grunde genommen so wie bei so einer jüngeren Frau, sage ich jetzt mal, oder bei einem Mädchen im Zimmer. Und das fand ich auch toll. Also die Mischung, die ist schon brutal. Ach du Lieber. Das ist lieber thematisch Himmel. Sortiert. Hier sind die High Heels. Ich hab übrigens, ach, daneben geht's noch weiter. Na, da sind ja noch ein paar mehr Schränke. Ich, okay. Links. Da sind denn die sportlichen. Also die flachen. Wie viele Schuhe hast du? Ja, ich habe, seit ich 13 bin, die gleiche Schuhgröße. Da schmeißt man nicht so viel weg. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass sie so viele Schuhe hat. Das passt irgendwie auch so ein bisschen zu ihr. Da geht's noch weiter? Da geht's noch weiter. Das sind die Winterschuhe. Das ist ihre Welt. Sie kann so viele Schuhe haben, wie sie möchte. Ich muss mir nur Gedanken machen, wo ich dann noch einen extra Schrank für kaufe, der auch bei mir dann in die Wohnung passt. Und vielleicht nur einen Schrank nur für ihre Schuhe oder so. Ich glaube, das ließ sich gar nicht anders darstellen. Und ich dachte schon, ich hätte einen großen Schuhschrank, aber das ist hier schon eine andere Nummer. Also du wolltest so einen Korb haben, ja. Und da kann ich mich jetzt auch reinsehen. Hast du nicht für mich da gebaut? Doch, der war davor. Da gibt es ja Zeugen, dass ich hier noch gewerkelt habe. Ja, die Platten verlegt. Das ist ja Wahnsinn. Hupf auf. Dass mir jemand einen Strandkorb schenkt und der dazu noch am Wasser steht, wo ich privat Zugang zu habe. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Du hast mir doch nicht so einen Strandkorb gekauft. Doch. Habe ich dir heute schon mal gesagt, dass du toll bist? Ja, schon fünfmal. Schon fünfmal? Dann sage ich es auch gerne das sechste Mal. Ne? Heute Abend vielleicht das siebte Mal. Sieben ist eine schöne Zahl. Tropical Mückenschutz. Das kann man aber auch bei vielen, in vielen Ländern gebrauchen. Ja, Mücken. Mücken ist ja noch. Mücken haben wir bei uns auch. Schauen wir mal. Also Wasser, ja, Mücken. Asien, oder? Was? Warte mal. Womit hat das was zu tun? Oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. Nein. Nee, keine Ahnung. Warte mal, nee, der kann jetzt überall sein. Ist das irgendwie in Buddha-Form? Ist irgendwas Buddhistisches? Indien. Dann lüfte ich jetzt das Geheimnis. Nicht im Ernst. Herzlichen Glückwunsch. Es geht nach Bali. Ich werd Wahnsinn. Das haben wir echt nicht verdient, wirklich. Echt. Weißt du, wie geil ja, das ist? Ja, ich kenne das aus den Reisereportagen. Der erste Abend, den wir in den Flitterwochen hatten, ist schon mit einer kleinen Katastrophe geendet. Dann ist es vollkommen eskaliert. Das war eine brandgefährliche Mischung. Ich möchte jetzt und hier gehen. Am nächsten Morgen setzen sich die Diskussionen vom Vorabend fort. Ich bin ein müder Mensch momentan. Das ist auch in Ordnung. Wenig Schlaf, Jetlag, da darf man müde sein.
Ja, ich glaube, dass gestern der Schlafmangel, der so ein bisschen den Nerven zerrte, vielleicht auch hier und da mal zu kleinen Unstimmigkeiten geführt hat. Das habe ich ja auch gestern gesagt, dass ich lernen muss. Und das finde ich, ich habe auch nie das Wort Schwäche benutzt. Ich finde das auch nicht als Schwäche. Ja. Ich habe nur gesagt, ich muss damit lernen, umzugehen. Bei einem Mann an meiner Seite. Ach du lieber Himmel. Oh Gott. Das geht ja nach allen Seiten noch irgendwie weiter. Ich kann das alles gar nicht aufnehmen. Ich glaube, irgendwann in ein paar Monaten kann man mich noch mal fragen, dass ich dann vielleicht auch weiß, dass ich auf Bali war. Ich bin, glaube ich, echt der glücklichste frisch Verheiratete momentan, den man sich vorstellen kann. Also ich habe eine fantastische Frau. Ich bin hier in einer Suite, die kann man in Worte nicht beschreiben. Also mehr geht nicht. Freust du dich? Mhm. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Nee, das habe ich schon gemerkt. Wir kamen ja am Pool an und es war eigentlich alles perfekt. Der Pool und Meer und Sonne, mehr geht ja wirklich nicht. Und dann wird man gleich wieder so mit so einem Wort konfrontiert. Ne? Und das war irgendwie, da dachte ich, was ist jetzt los? Was habe ich dir gesagt? Oh, ich weiß das alles. Das sind Worte, die sind so... Der Wind trägt die Worte einfach fort. Momentan wird das Ganze leider... Ja, so ein bisschen überschattet von Diskussionen, von Kommunikationsproblemen. Ich bin harmonischer Mensch und ich versuche immer möglichst, ja, ich sag mal, nicht anzuecken bei ihr. Gelingt mir leider nicht immer. Ich glaube, für Cindy war es wichtig, sie dann auch mal wieder in diesen Honeymoon-Modus zu holen, ohne zu gucken, welche 10 Minuten habe ich jetzt gerade nicht dafür genutzt, um ihm die nächsten 6 Fragen zu stellen, die vielleicht darüber entscheiden, ob diese Ehe Bestand hat oder nicht. Ja, nachdem ich anfangs dann mit einem Affenmännchen Theater angefangen habe, habe ich, glaube ich, später ein Affenweibchen relativ beeindruckt. Weil Affenweibchen zeigen ihre Zuneigung, indem sie das Männchen lausen. Und die junge Dame, mit der ich da Händchen gehalten habe, die kletterte auch dann direkt bei mir auf die Schultern und schaute mal, ob denn bei mir alles in Ordnung ist. Und das ist bei Affenweibchen Zeichen von Zuneigung. Und ja, wäre ich nicht verheiratet, vielleicht wäre ich einfach da geblieben. Ja, ich suche nach einem Streit das Gespräch, wenn ich mit einem unguten Gefühl da rausgehe, wenn mir noch irgendwas auf der Seele brennt, wo ich auch davon ausgehe, dass unsere Zukunft jetzt ein bisschen belasten würde. Ich habe mich gefragt, ob, wenn du jetzt mal so ganz rational denkst, ohne Angst zu haben, dass ich nicht irgendwie wiederkomme, wäre es für dich besser oder würdest du es brauchen, würdest du es dir wünschen, mal so einen Tag Cindy frei zu haben? Brauchen tue ich es nicht. Okay für mich wäre es. Also ich wüsste sicherlich, wie ich mich beschäftigen würde. Ich wüsste aber auch sicherlich, dass ich vermissen würde. Insofern mache ich solche Entscheidungen tatsächlich von dir abhängig. Also selbst wenn sie sagen würde, ich komme später, wäre das okay, würde sie gar nicht zu mir kommen oder wirklich offen halten, ohne konkreten Termin, sagen wir mal, wann sie kommt. Das würde mich schon verletzen und das wäre für mich ein extrem hochrotes Warnsignal. Na, aber also wir sind ja jetzt schon, weiß nicht, 10 Tage aufeinander ohne Pause und wir haben ja auch schon viel diskutiert. Und wenn ich jetzt quasi gleich mitkäme, ja, dann wäre ich ja auch noch, müsstest du mich noch 6 Tage aushalten. Also, das werde ich wohl hinkriegen. Ja? Ja. Na gut. Eine gemeinsame Entdeckungstour entschärft den Konflikt zwischen den frisch Verheirateten. Ich finde das ganz toll, dass Cindy dabei ist, dass ich sie an der Hand haben kann dabei. Und wir tauschen uns auch die ganze Zeit immer aus. Und sie sagt auch, schau mal da und schau mal dort. Und das ist genau das, was ich brauche. Ich würde wahrscheinlich selber hier in einer affenartigen Geschwindigkeit durchlaufen, wenn ich alleine wäre. Und wäre hier eine halbe Stunde mit allem fertig und hätte wahrscheinlich nichts gesehen. Ich finde diese ganzen Eindrücke, das ist so irre. Ne? Ich weiß gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Guck mal, was macht er denn da oben? Bestimmt segnen. Vielleicht können wir da noch mal heiraten. Willst du mich noch mal heiraten? Weiß ich, hast mich ja noch nicht gefragt. Das, ja, das denke ich, ist jetzt keine offizielle Frage. Nein. Okay. Stimmt so, hey. Ich verbuche sie jetzt noch mal als so Interessenforschung. Als Vorschlag. Bali war eine Kompression von so ziemlich allen Höhen und Tiefen, die man, glaube ich, irgendwie in einer Partnerschaft überhaupt noch mitmachen kann. Also wir haben vollkommen das Gefühl für Zeit und Raum verloren. Unsere Stimmungen, die wechselten sich mehrfach am Tag, fast stündlich. Und das schweißt aber unheimlich zusammen. Also ich glaube, dass es zwar anstrengend war, aber das haben wir beide, glaube ich, ganz gut gemeistert. Und das hilft uns, glaube ich, für jetzt alles, was kommen mag. Ne? Also Bali war so anstrengend, wie es auch schön war.
In Essen kann Alexander seiner Cindy endlich sein geliebtes Zuhause zeigen. Tada! Der Alltag ist für mich sehr, sehr wichtig, das auch zu erleben, wie wir beide agieren, wenn wir in einer anderen Wohnung sind. Ist mir eigentlich viel, viel wichtiger, als es die Flitterwochen waren, weil das ja unser Leben sein wird. Ja, das ruft mich da ganz extrem gerade. Groß genug ist auf jeden Fall. Ja. Möchtest du mal Probe liegen? Nee, ist machen wir nachher, okay. Sonst komme ich nicht mehr hoch, glaube ich, heute. Hier riecht es frisch nach Zitrone. Ich habe ja auch geputzt. Das Schlafzimmer. Oh, das ist schön. Das gefällt. Oh, du bist dabei, Mensch. Hey, du bist dabei. Keine Satin-Bettwäsche, das ist mir schon mal sehr sympathisch. Links meine Hälfte. Hier deine Hälfte. Mhm. So, das ist. So, ich mach dir mal bis hier. Da ist noch allerlei Prödelskram. Das ist aber wenig rechts von dem rechts übrig geblieben. Dahinter ist noch aller mögliche Kram. Aber das erstmal nur für die paar Tage. Das müsste reichen, okay? Sehr gut. Ich habe mich unheimlich darauf gefreut, ihr hier meine Welt zu zeigen und natürlich auch meine Wohnung zu zeigen, weil ich habe mich auch monatelang darauf vorbereitet. Ich habe ihr Platz gemacht hier und sie hätte eigentlich sofort einziehen können. Das war so eigentlich mein Wunsch, dass das so klappt. Komm zu mir. Komm hier hin zu mir. Ich weiß ja nicht, ob du deinen Stammplatz hast. Auf jeden Fall genug Platz. Also du kannst links, rechts. Boah. Das stimmt. Und so könnte man quasi von hier aus auch Fernsehen gucken. Verrückt. Ich hätte auch sogar notfalls dann noch eine Decke. Tada! Ja. Yeah. Ich glaube, ich brauche mir zwei. Ich hätte sogar noch eine zweite. Sehr gut. Ich habe die extra neu gekauft, weil die so ein bisschen kuschelig ist. Die darfst du mir aber nicht klauen. Hm? Ich brauche dann zwei Decken. Einverstanden. Es ist total schön, mit Alex den Alltag zu verbringen. Es ist toll, dass er morgens einfach schon da ist, wenn ich aufwache. Es ist toll, neben ihm einzuschlafen und einfach auch so die Dinge gemeinsam zu erledigen. Also es ist ganz klassisch alles, was ich halt vorher allein erledigen musste. Da sind wir jetzt zu zweit, dafür helfe ich ihm natürlich bei anderen Dingen. Das macht irgendwie das Leben viel, viel schöner. Also mir ist wichtig, dass sie die Orte sieht, die mir hier auch sehr wichtig sind. Also weswegen ich Essen so liebe. Und mir ist wichtig, dass sie sich hier wohlfühlt und vielleicht auch ein kleines Stück zu Hause fühlt. In Essen ist der Alltag eingekehrt. Während Cindy einen Kosmetiktermin wahrnimmt, schaut sich Alexander nochmal die Hochzeitsgeschenke an. Das ist ein Brief, den Cindy mir geschrieben hat. Und zwar hat sie mir geschrieben, dass sie sich auf unsere zweite gemeinsame Nacht freut. Und das ist schon mittlerweile, glaube ich, der dritte Brief, den sie mir geschrieben hat. Und ich freue mich da jedes Mal drüber. Deswegen muss ich gerade auch noch mal wirklich so ein bisschen schmunzeln, weil sie überall, wie gesagt, so kleine Dinge macht. Und ich muss echt selber, ich sag mal, üben, dass ich mir sowas auch angewöhne, weil das ist unheimlich schön. Und wenn ich jetzt hier mal die Sachen so angucke, ich merke gerade, ich vermisse sie. Also vollkommen neu, also zumindest jetzt über den Zeitraum. Und gerade, wo ich hier die Sachen lese, ich bin froh, wenn sie gleich wieder da ist. Zeit für mich ist in der Ehe schon sehr wichtig. Ich finde, das braucht man auch. Jeder hat ja so seine eigenen Interessen, denen er nachgehen soll und auch möchte und wie auch immer. Und es ist ja auch schöner, wenn man sich wieder irgendwie trifft. Meine Frau ist wieder da. Oh, du hast das mitgebracht? Ja. Rate? Weiß ich nicht. Komm jetzt mal rein. Ich hab dich vermisst. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe meine vorläufige Lieblingsstraße entdeckt. Ich habe mich so dermaßen gefreut, dass sie ihre eigenen Pläne macht, weil sie sich natürlich selbstständig irgendwo auch in meiner Heimatstadt bewegen soll. Und ich finde das toll. Was war deine Lieblingsstraße? Erzähl. Wo mein Kosmetikladen da ist. Okay. War das die Rüttenscheider Straße? Genau. Die Rüttenscheider Straße nicht so ist. Sie nennt sich Rü, sagt man. Ja, habe ich gesehen, irgendein Café hieß auch an der Rü oder bei der Rü irgendwie so. Die Rü ist fantastisch. Kurz vor dem Ende des Experiments sind die beiden schon ein eingespieltes Team. Cindy und ich sind so ein bisschen im Alltag angekommen und wir funktionieren zusammen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Ich wusste, es wird sich irgendwann rentieren, dass ich so eine große Arbeitsplatte habe. Ja, so. Die eignet sich auf jeden Fall auch noch zu mehr Dingen als nur zum Tee kochen und vielleicht Nudeln abstellen oder so. Ich backe vor allem viel für Alex' Familie. Das gehört für mich dazu, wenn wir irgendwo hinkommen, dass wir auch was mitbringen. Und da finde ich Kuchen immer eine ganz schöne persönliche Sache. Die anderen Paare jetzt endlich kennenzulernen, ist sozusagen das Endpuzzlestück.
total schön, auf Leute zu treffen, die das Gleiche erlebt haben wie wir. Zumindest die gleichen Startbedingungen hatten. Und es ist natürlich interessant zu sehen, welchen Weg das genommen hat bei anderen. Noch einen schönen Abend auf uns. Bist du weit weg, Schatz? Ich gehe dann einfach mal rein. Ich gehe erst mal rein. Bin ich mehr weit? Und ich möchte zuerst Sie, liebe Cindy, fragen. Möchten Sie die Ehe oder die Scheidung? Schatz, ich war mir noch nie so sicher in meinem Leben. Ich möchte natürlich die Ehe. Ich war steht oben. Ich war mir noch nie so sicher. Ich habe noch was Kleines vorbereitet. Keine Sorge, ist kein Antrag. Den musst du ja irgendwann machen, das weißt du ja schon. Ja, danke. Du darfst aber nicht lachen. Ja, ist okay. Ist ein bisschen kitschig auch, ne? Ja, ich mag okay. Kitsch. Also, aufgrund meiner Vergangenheit überreiche ich dir, mach auf, ich überreiche dir die letzte Rose meines Lebens. Wow. Ah, nee. Und es wird von mir keine Rosen mehr für irgendjemanden geben. Das ist die allerletzte, die ich jemals verschenke. Lieber Alexander, wollen Sie die Ehe oder die Scheidung? Ich bin mir etwas unsicher. Und zwar bin ich mir unsicher, ob ich mit Cindy lieber 1, 2 oder 3 Kinder haben möchte. Ich habe mich natürlich für die Ehe entschieden. Mal gucken, was du noch so schaffst. Auch ansonsten ist meine Ehefrau sehr charmant zu mir. Das ist alles in Ordnung. Wir freuen uns für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Eine oh Gott. Kleine Sache hätte ich. Schatz, das haben wir nicht abgesprochen. Hol mal Luft, lass ihn doch mal ran. Nee, Schatz. Pass auf, ich kann nicht mehr. Vor vielen Wochen haben wir uns das erste Mal das Ja-Wort gegeben. Und ich misse keinen Tag und keine Stunde seitdem. Und du bist wirklich jemand ganz, ganz, ganz Wichtiges für mich. Ist doch nicht dein Ernst, Schatz. Er hat den Ring gekauft. Er hat die Ringe schon gekauft. Und deswegen du bist wohl nicht dein Ernst. Wollte ich dich hiermit fragen, nein. Ob du weiterhin... Du bist verrückt. Ja, 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 für den Rest, für immer. Was ist denn heute los? Wow. Oh. Cindy und Alexander haben es genau richtig gemacht. Denn auch für sie war es eine Achterbahnfahrt. Und es war nicht immer alles nur positiv. Sondern sie haben das Negative genommen und haben versucht, besser zu werden. Und deswegen ist es für die beiden auch jetzt so aufgegangen. It's a long way, I've come to say.